Diese Tassen erinnern mich an meine Anfangszeit von YouTube. So eine Snatched-Jacke. Der grandiose Anblick einer Kaffeemaschine. Hier gibt es nämlich auch so die ganzen Marken, die ich schön finde. Educational, inspirational, entertaining and promotional videos. Was hast du gesehen, was du am besten fandest? Dieses Gym ist einfach nur gestört. Es sieht so ästhetik aus. Hey Lieben, ich bin Sophia und ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar nehme ich euch mit nach Manchester und da sind wir auch gerade schon angekommen, wie ihr seht. Ich bin nämlich hier mit MyProtein für ein Shooting und ich bin schon ganz gespannt, was wir noch so alles machen werden. Denn wie ihr wisst, MyProtein tischt immer groß auf. Man macht immer nie nur das Shooting und deswegen sind wir hier jetzt gerade in der Innenstadt. Der Flug war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Leute. Ich habe genau eine Stunde geschlafen, bin dann zum Flughafen gefahren, habe dann so ein bisschen während des Flugs geschlafen. Wir sind über Frankfurt geflogen. Dodo war zufällig im selben Flieger, der ist nämlich auch beim Shooting dabei. Und jetzt sind wir hier zu dritt unterwegs noch mit Lissy, die kennt ihr auch schon aus einigen Videos. Und jetzt gehen wir gleich erstmal was frühstücken in dem Laden, den Lissy empfohlen hat. Das heißt Jill und... Ach, ich habe den Namen wieder vergessen, aber ich schreibe euch den hier hin. Und dann schauen wir mal, was wir die Tage so machen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Erstmal hier Frühstück. Ich habe bisher so ein paar Snacks gehabt, aber noch nichts Richtiges. Es ist jetzt 12.51 Uhr. Ich freue mich so. Dreimal dürft ihr raten, was ich mir bestellt habe. Es ist das gute alte Avocado-Brot. Aber Dodo hat richtig fancy Sachen bestellt. Das zeige ich euch jetzt mal. Oh, das sieht auch richtig gut aus. Einmal ein French Toast. Oh. Was ist das? Sahne? Es ist Sahne. Nee, warte, das ist Mascarpone. Oh. Salted Caramel, Schokolade, Erdbeeren, Blaubeeren und noch so Schokodrops. Geisteskrank. Feierabend, Leute. Das sieht so krass aus. Ja. Und das hier? Das hier ist ein Spiegelei. Guck mal, wie schön das Spiegelei ist. Ja, auch sieht echt perfekt, ne? aus. Wie der Smiley, der Emoji. Ja. Ist echt wie krank, ne? Ja. Dann haben wir hier Halloumi, ein herzhafter Pancake mit Halloumi. Dann ist da noch Chorizo, Tomate und Zwiebel. Geil. Sieht richtig schön aus. Willst du mit dem Video drin sein oder eher nicht so? Also mir macht's nichts. Aber was hast du denn bestellt? Nein, jetzt ernsthaft. Ja, was hast du bestellt? Eggs Benedict. Basic, aber lecker. Yummy. Das Frühstück war auf jeden Fall sehr lecker. Ich bin jetzt gut satt, aber wir sind jetzt in der MyProtein Kitchen. Die habt ihr vielleicht schon in meinem letzten Vlog gesehen, wo wir hier waren. Und hier kann man sehr, sehr gesund essen. Also es gibt hier Breakfast Food, Lunch Food, aber zum Beispiel auch Shakes. Und ich habe mir jetzt einen Green Alkaline Shake bestellt. Der ist mit Apple Clear Whey, also ich bin sehr gespannt. Leute, schaut euch an, was ich hier gefunden habe. Einfach den Baked Cookie and Chocolate Chip. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe den früher einfach jeden Tag gegessen, aber irgendwie ist der immer ausverkauft, weil er so gut ist. Ich muss mal wieder Ausschau halten, ob der mal wieder reinkommt, weil falls ihr den seht, probiert den auf jeden Fall. So ein weicher, leckerer Cookie. Aber dieser White Gold soll auch sehr gut sein. Hier haben wir jetzt den guten Shake, also ich bin richtig gespannt. Ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, Gemüse mit Clear Whey zu mixen. Der ist so erfrischend. Wir sind jetzt bei Selfridges gelandet, im Shopping-Himmel mal wieder. Und wir schauen jetzt mal nach einem Bikini, denn in dem Hotel, wo wir sind, gibt es einen richtig nicen Spa- und Saunabereich. Und da wollen wir natürlich auch hin, aber ich habe mein Bikini vergessen. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier einen richtig schönen Bikini finden. Shopping-Time mit MyProtein. Das ist immer so witzig, wenn Lissy und ich zusammen unterwegs sind. Also letztes Mal waren wir auch schon zusammen hier und jetzt einfach wieder. Ich habe natürlich mehr gefunden als ein Bikini. Das werden wir mal zusammen anprobieren. Hier gibt es nämlich auch so die ganzen Marken, die ich schön finde. Also Nola, die haben hier Lounge-Sachen, die haben hier Skims, also richtig coole Sachen. Die haben ja auch so Taler Activewear, alles mögliche und ich liebe das, man das einfach auch mal anfassen kann, anziehen kann. Da muss man sich bestellen, weiß überhaupt nicht, welche Größe man holen soll und so weiter. Deswegen ja, probieren wir das einfach an und ich zeige euch die Sachen. Und mein Make-up sitzt heute nicht so gut. Ich habe mich ja heute Morgen so im Halbschlaf geschminkt. Ich sehe einfach so müde aus, Leute. Ich weiß, ich sage das aktuell in fast jedem Vlog, aber ich habe mich im Halbschlaf geschminkt und ich finde, dafür ist es echt ganz gut geworden. Später machen wir uns richtig ready. Ich habe jetzt mal diesen Body hier von Skims angezogen. Ich habe jetzt extra meine Jeans wieder dazu angezogen, um es mal ein bisschen zu sehen. Also es ist schon sehr, sehr nicer Stoff. Also ich muss sagen, mir gefällt Skims wirklich
sehr, sehr gut von dem Feeling her. Und mir gefällt tatsächlich auch die Qualität. Natürlich kann man ähnliche Sachen auch bekommen, aber ich weiß nicht, ich fühle mich darin super wohl. Aber ich glaube, ich probiere das hier nochmal eine Größe größer an. Das hier ist nämlich so ein Body, also hier sieht man das ein bisschen. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen zu eng. Aber sonst finde ich den richtig gut. Okay, Leute, dieses Set finde ich auch richtig nice. Die Jogginghose habe ich gerade schon wieder ausgezogen. Aber ich glaube, das gönne ich mir mal als verspätetes Birthday Present. Ich finde Grau, also dieses Grau steht mir richtig gut. Und man kann es auch so gut kombinieren. Ich glaube, das Grau steht tatsächlich fast jedem. Aber die Jogginghose finde ich auch richtig nice. Sie ist so schön weit geschnitten. Das Problem ist, also die Jacke fand ich auch schön, das von Skims auch. Aber ich glaube, das kann noch eher warten. Ich kann mir jetzt ja auch nicht alles kaufen hier. Aber wir haben jetzt leider noch kein Bikini gefunden, weil irgendwie hat mir das Unterteil nicht gefallen. Das Oberteil war cool, aber das Unterteil war irgendwie, weiß ich nicht, es saß einfach nicht. Und dafür war es mir dann auch zu teuer. Aber ich brauche noch ein Bikini. Also die Suche geht weiter. Wir sind jetzt im Hotel angekommen und ich habe mir jetzt einmal dieses Set hier mitgenommen. Also ich finde es wirklich super, super süß. Von Adenola ist das und ich liebe die Ästhetik der Marke. Also die ganzen Instagram-Fotos und so, die sind wirklich Creme de la Creme meiner Meinung nach. Als verspätetes Geburtstagsgeschenk, würde ich mal sagen. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir diese Laufschuhe kaufen soll von Nike, diese Alphafly-Laufschuhe. Aber die sind mit Carbonplatte und diese Carbonplatte bringt eigentlich erst was, wenn man so schon noch intensiver trainiert, intensiver läuft. Man muss ja dann auch auf dem Vorderfuß laufen, das habe ich euch ja schon mal alles bei dem ASICS Frauenlauf erzählt. Aber das Ding ist, ich liebe das Aussehen der Schuhe. Also ich finde, die sehen so toll aus und so ästhetik, aber es geht um die Funktionalität beim Laufen. Das ist wirklich super wichtig und Schuhe sind beim Laufen super wichtig. Und ich bin auch mega happy mit der Farbe und es ist einfach so cozy und es passt auf jeden Fall heute zum Wetter hier. Ich habe schon gesehen, in Deutschland sind irgendwie 36, 37 Grad. Was ist da los? Hier sind so 17 bis 20 Grad. In England regnet es mal wieder, aber ich muss sagen, es ist aber heute auch ganz angenehm. Ich habe nämlich eine lange Hose an und das wäre ja sonst einfach ultra warm gewesen. Ich würde sagen, ich zeige euch mal das Hotelzimmer. Dann kann ich nämlich schon mal so ein bisschen meine Sachen auspacken. Es sieht so, so schön aus. Also vor allem das Badezimmer. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein schönes Badezimmer in einem Hotel. Also wirklich nicht. Ich finde, es sieht so, so süß und schön aus irgendwie, aber auch gemütlich. Und eine Sache finde ich auch krass. Ich glaube, damit fange ich an, weil tatsächlich finde ich diesen Raum jetzt gar nicht so spektakulär. Also der sieht süß aus, richtig gemütlich. Ich glaube, das ist auch ein Cozy Room, so hat er sich genannt. Das Bett sieht auch so aus, als könnte man da prima drin schlafen. Aber da ich heute eh nur eine Stunde geschlafen habe, kann ich auch auf Boden schlafen, glaube ich. Genau, aber das hier habe ich gerade gesehen. Schaut euch das an. Das geht einfach an, wenn man die Tür öffnet. Und dann erwartet uns der grandiose Anblick einer Kaffeemaschine. Nespresso-Maschine mit Nespresso-Kapseln. Und ich werde die alle ausprobieren. Da bin ich ganz rigoros. Entkoffiniert. Ich weiß nicht, wollen wir das probieren? Hier ist auch noch eine Schublade. Oh mein Gott, wie süß. Einfach MyProtein-Riegel hier. Übrigens gehört das Hotel auch zur MyProtein-Gruppe. Deswegen glaube ich, sind die sogar immer hier drin als Snacks. Ach, Jelly Beans, da stehe ich echt nicht so drauf. Dann haben wir hier auch noch eine Minibar. Ich finde, die sieht auch richtig schön aus. Also das gefällt mir hier in Kombination richtig gut, weil das sieht einfach so clean aus. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel die Minibar ist in vielen Hotels ja auch versteckt. Hier ist sie auch versteckt, aber es sieht trotzdem mega schön aus, weil alles so zusammenpasst. Das kenne ich auch noch gar nicht. Oh, Gut-Friendly Pop. Das erinnert mich ein bisschen an Poppies aus New York. Also das probieren wir noch, Leute. Und den habe ich hier gerade selber reingepackt, weil hier in England hat MyProtein eine Kooperation mit dem Jimmy's Iced Coffee. Dann geht es hier weiter mit dem Licht im Schrank. Hier sind erstmal Bademäntel. Wirklich, dieses ganze Zimmer oder gleich auch das Badezimmer schreit nach Spa. Hier haben wir auch Schlappen, Bügeleisen. Ich weiß noch nie das Bügeleisen. Und jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. Aua. Leute, ihr wisst gar nicht, wie oft mir das passiert, dass ich gegen Türen laufe, so wie gerade. Oder gegen irgendwelche Türknäufe, dass ich da hängen bleibe, weil diese Türknäufe sind genau immer in der Höhe von meiner Hüfte. Und dann können die sich hier so richtig reinhaken. Und ich laufe da so oft gegen und ich weiß nicht warum, weil ich sehe ja, dass hier eine Tür ist. Sagt mir bitte, dass euch das auch passiert. Das hier ist dann auch wieder so super im französischen, süßen Stil eingerichtet. Ob er jetzt so heißt, I doubt it, aber ihr wisst, was ich meine. Hier mit diesen kleinen Lämpchen und
Wir haben ja auch überall solche Essbar-Produkte. Das gehört nämlich auch zu meiner Protein-Gruppe, hat Lissy vorhin erzählt. Und die Sachen riechen richtig gut. Hier ist sogar eine Bodylotion dabei. Hier noch so eine Cleansing-Bar. Ich glaube, das ist einfach Seife. Ich dachte erst, das wäre zum Abschminken, so eine Bar. Das wäre auch geil gewesen. Dann haben wir hier also die Dusche und die Duschknäufe sehen auch richtig cool aus. Hier haben wir auch Shampoo, Conditioner, Bodywash. Hätte ich mir alles gar nicht umfüllen müssen. Und das Beste habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Das ist einfach eine freistehende Badewanne. Das hier ist einfach warm. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch ganz schnell einmal auf den Weg in die Innenstadt machen. Dort wollte ich nochmal schauen, ob ich nicht doch irgendwie ein Bikini finde, weil ich echt super gerne diesen Spa-Bereich ausprobieren wollte. Ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht, ob wir morgen dafür noch Zeit haben. Das ist jetzt auf jeden Fall der Plan. Heute Abend geht es dann ja noch zum Dinner. Dafür musste ich mich auf jeden Fall auch noch ein bisschen ready machen. Ich habe ja meinen fetten Koffer dabei für diese 2 Tage. Den habe ich auch noch gestern Nacht gepackt. Habe alles reingeschmissen. Da habe ich 2 Outfits dabei. Einmal ein Kleid, das ist noch ein bisschen schicker. Aber ich glaube, ich nehme eher so dieses Business-schicke Outfit mit Blazer. Dann lasse ich aber diese Hose an und ich habe noch hohe Schuhe oder meine Sneaker. Das hier ist jetzt auf jeden Fall meine kleine Ausbeute von Primark. Ich habe ja den Bikini gesucht. Das war mir ganz wichtig, dass ich einen habe, damit ich ins Spa gehen kann. Es gab nur noch Größe XS bei dem Oberteil, aber es passt. Und die Hose habe ich in M. Bin ich auch sehr froh. Ich habe S anprobiert. Das war ein bisschen eng. Dachte ich so, okay, für Spa, das wird noch passen. Dann habe ich zum Glück nochmal geschaut, dann war M wieder da. Dann habe ich aber noch diese Gummis hier gesehen. Die fand ich ja ultra süß hier auch in diesem Leo-Muster. Ich muss sagen, ich bin ja gerade echt voll der Fan davon. Dann solche Mini-Zopfgummis. Die hatte Madeline letztens dabei. Ich so, Madeline, woher hast du so viele davon? Und ist echt ganz praktisch, weil man macht sich damit ja immer so kleine Zöpfe und so. Und dann gehen die irgendwie auch eh kaputt. Meistens bei mir jedenfalls. Ja. Jetzt habe ich eine große Packung. Und ihr wisst ja, ich befasse mich da endlich mal mit dem Thema Frisuren ein bisschen mehr. Und ich sehe immer solche Reels, wo die dann ihre Haare mit diesen Lockenwicklern machen und das rausnehmen. Sieht immer so cool aus. Das müssen wir auch testen. Leute, ich bin jetzt Dinner ready und ich zeige euch mal mein Outfit. So sieht es aus. Das Oberteil ist aus New York von Aritzia. Ein richtig tolles Basic. Falls ihr mal da seid, holt euch da die Basics. Das hält so gut und es fühlt sich so gut an. Dann der Blazer ist von Trendyol. Ich glaube, den habe ich schon seit 3 Jahren oder so, aber ich finde ihn richtig cool, weil der hat hier innen auch noch so ein anderes Muster und der ist eher ein bisschen dünner. Dazu habe ich einfach meine Hose von Zara, mit dem Gürtel von Valentino und meinen Schuhen, also an meinem unteren Augen hat sich nichts geändert. Meine Ohrringe sind tatsächlich von Rossmann. Ich habe schon so oft Komplimente für meine Ohrringe bekommen, die ich von Rossmann habe. Und ihr müsst darauf achten, dass die wasserresistent sind oder auch vergoldet, weil dann habt ihr da länger was von. Die verfärben sich nicht so schnell. Und ich habe sonst auch oft das Problem, dass meine Ohren darauf reagieren, wenn die Ohrringe, sage ich mal, fake sind. Ihr merkt es, es sind auch schon ein paar andere Creator dort. Das wird also eine richtig coole Gruppe und ich freue mich auch schon so aufs Essen. Ich habe heute irgendwie fast gar nichts gegessen. Ich habe mega, mega Hunger. So, ja, I hope you all enjoyed dinner. This is just a little starter course and then everyone gets whatever they've ordered. Nice to meet you. Thank you. Das ist jetzt der erste Satz. Einmal Lachs. Sieht auch richtig lecker aus. Haben wir noch hier. Und davon noch hier gibt es jetzt Nachtisch. Ich habe Cheesecake bestellt und oh, das sieht so gut aus. Richtig cremig und auch mit den Beeren. Also das ist auf jeden Fall was fürs Auge. Und was hast du? Käsefondue. Nice. Sieht auch sehr gut aus, ne? Was mit diesen Beeren auch. Ja, Mann. Wir sind wieder da vom Dinner, beziehungsweise waren wir gerade noch zusammen Cookies holen bei... bei Insomnia Cookies. Ich habe auch überlegt, ob ich mir einen hole, aber Leute, ich bin so voll gegessen. Ich bin gesättigt, hatte einen leckeren Cheesecake und ich kann gar nichts mehr essen. Der Spot soll ganz gut sein. Also wenn ihr mal hier seid, könnt ihr den ja mal ausprobieren. Und ich werde mich jetzt einfach ganz schnell abschminken, nicht viel reden und dann ins Bett gehen. Ihr wisst gar nicht, wie müde ich bin. Ich bin fast schon im Gehen gerade eingeschlafen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in neuer Frische zum Frühstück wieder. Ich habe mich gerade so über diese Tassen gefreut, weil diese Tassen erinnern mich an meine Anfangszeit von YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber damals, so gegen 2011, 2012, 2013, da hat man sich ja diese Bärte, es gab sogar Tattoos, so einmal Tattoos, so kurzzeitige, hat man sich auf den Finger gemalt und dann so gemacht und dann Bilder gemacht und es war einfach so witzig und jetzt sehe ich diese Tasse. Ich trinke
trinke meinen Kaffee im Hotel meistens schwarz erstmal. Meistens gibt es keine Kaffeemaschine auf dem Zimmer. Das ist absoluter Luxus, finde ich. Und wenn es die gibt, gibt es aber keine Hafermilch. Und ich möchte dann nicht so sehr aus meiner Routine gehen, dass ich dann irgendwie normale Milch trinke. Vor allen Dingen so vor Shootings denke ich mir so, oh, am besten nicht zu fancyes Essen, weil nicht, dass irgendwie man nachher drauf reagiert und dann ist man nachher bloaty beim Shooting oder so. Ich meine, das wäre halt auch alles okay. Also mein Protein ist echt super entspannt, aber ich möchte ja selber in meinem bestmöglichen Zustand sein. Deswegen nehme ich übrigens auch, wenn ich die Möglichkeit habe, immer einen fetten Koffer mit, packe einfach meine gesamte Skincare ein, meine gesamte Haircare ein, meine ganze Schminke ist mit dabei und vor allem auch meine Haartools. Ich habe Trockenshampoo dabei, so ein Haarcreme, Haargel, alles mögliche eben aus dem Grund, damit ich mich einfach ganz normal fertig machen kann, so wie zu Hause, beziehungsweise sogar noch ein bisschen besser. Ich werde jetzt noch kurz was mit dem Handy filmen für ein Reel und dann fangen wir mit der Skincare an, aber ich denke, das sprühen wir einfach ein bisschen vor. Leute, das hier ist jetzt mein Look. Es ist jetzt schon 7.09 Uhr. Es ist also schon ein bisschen über der Zeit. Ich ziehe mir jetzt ganz schnell was anderes an und dann gehen wir schleunigst zum Abendbrot, zum Frühstück. Und dann mache ich einfach meine Haare gleich nach dem Frühstück. Ich mache eh so einen Sleek-Zopf. Ja, deswegen wird das kein Problem sein. Das kriegen wir ganz schnell hin. Das ist mein Frühstücksoutfit. Ich habe hier diesen Jumpsuit an. Richtig cool. Der hat auch einen mega schönen Rücken. Den zeige ich euch einfach gleich. Und hier meine Sweatshirt-Jacke. Die finde ich eh so krank gemütlich. Ich nehme noch meine Tabs ganz schnell und dann geht's los. Das Frühstück war ja mal wirklich gestört lecker, Leute. Also ich komme nicht aus dem Staunen raus. Wenn ihr mal einen Trip nach Manchester plant, dann geht man in dieses Hotel. Ich muss echt sagen, das war eins der besten Avocado-Brote, die ich seit langem gegessen habe. Ich fand das auch besser als beim Restaurant gestern. Es war ja kein Avocado-Brot in dem Sinne. Es war ja Salmon-Brot mit Egg und extra Avocado. Das muss man ja dazu sagen, wegen diesem ganzen Lachs und so. Aber es war richtig lecker. So. Genug geschwärmt. Ich habe jetzt hier mein Shooting-Outfit und wir schauen uns das jetzt mal an. Einmal ist das der Longline Sports Bra in Größe S. Hinten sieht er auch richtig schön aus. Die Sachen sind, glaube ich, noch nicht draußen, sondern kommen dann Anfang nächsten Monats, soweit ich weiß. Aber falls sie doch schon da sind, verlinke ich euch die. Die Power Cropped Jacket. Die habt ihr vielleicht gerade eben schon bei Lynn gesehen. Oh, so eine Snatched Jacke. So ein bisschen im Define Jacket Style. Wenn ihr wisst, was ich meine. Auch mit diesen Nähten, das ist schon echt so gut. Ich finde, wenn da so Contouring-Nähte drauf sind, bringt das so viel. Ich hatte nämlich letztens auch eine Jacke an, wo die gefehlt haben und es sah auch gut aus. Aber irgendwie dachte man sich so, da fehlt was. Das hier ist die Women's Power High-Rise Leggings. Die ist auch nice. Das werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal anziehen. Und ich merke, ich bin in diesem Vlog echt so im Labermodus. Ich muss euch übrigens noch ganz kurz den Jumpsuit von hinten zeigen. So sieht der von hinten aus. Also einfach super, super schön. Und das Coole ist, der hat hier so Flare-Beine. Die sind ein bisschen lockerer. Also den Jumpsuit verlinke ich euch auch. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr alles. Leute, es ist soweit. Ab heute ist die Impact Week bei MyProtein ab 18 Uhr bis 20 Uhr. Also heute, wo das Video online kommt, könnt ihr auch richtig viel sparen. Nämlich 55% auf fast alles und 45% auf Clearway. Aber die gesamte Woche wird es richtig viele Rabatte geben. Also schaut gerne mal auf der MyProtein-Seite vorbei. Und da könnt ihr mit meinem Code SuperSophia wie immer sparen. Und zwar bekommt ihr damit den maximalen Rabatt. Ich verlinke euch auch meine Faves nochmal in der Videobeschreibung, aber die seht ihr ja auch immer in meinen Videos. Und dann geht's jetzt auch schon weiter. Wir sind im Gym angekommen und es ist so ein schönes Gym. Es ist einfach komplett dunkel und dann mit allen möglichen Geräten so richtig Pyrox-mäßig aufgebaut. Kaffee ist
ist am Start. Wir machen jetzt erstmal ein paar Trainingsaufnahmen und shooten den ganzen Content. Wir haben wirklich sehr, sehr viel vor, aber ich freue mich jetzt schon auf den Content, weil der wird hier einfach nur krass. Wir haben jetzt einiges aufgenommen. Also es sieht hier so, so schön aus. Jetzt gibt es noch einen kleinen Snack, den Birthday Cake Riegel. Ich liebe den. Und dann fahren wir auch schon zu irgendeiner Küche und da filmen wir dann noch ein paar Rezeptvideos. Wir sind jetzt durch mit dem Shooting und jetzt sind wir einmal im Headquarter von MyProtein. Es sieht hier einfach so schön aus. Wir werden hier jetzt erstmal ein bisschen was essen und dann shooten wir weiter. Allein dieser Bereich zum Reinkommen, richtig schön. Wir haben jetzt unser Essen geholt und ich habe mir eine nice Bowl zusammengestellt mit Steak, Hähnchen, Potato, Brokkoli und zwei verschiedenen Salaten. Denn welche Kombi hast du? Lachs, Halloumi, Brokkoli, auch diese Kartoffeln und dann hier dieser Feta-Salat-Avocado-Salat. Ja, dann mal guten Appetit, ne? Ah, und ich habe Sriracha Mayo natürlich am Start. Ich glaube, das kommt mit diesen Potatoes richtig geil. Wir sind jetzt in der neuen Shooting-Location angekommen und hier werden wir jetzt ein paar Rezepte drehen. Schaut euch das mal an. Das ist einfach eine ganze Küche im Studio aufgebaut. Und das Lustige ist, der Wasserhahn, der funktioniert zum Beispiel gar nicht, weil das ist natürlich nur eine Attrappe, damit es nach einer schönen Küche aussieht. Wie so eine Wand auf Bali. Dieser Ofen. Hier haben wir gerade auch schon so einen Lotus-Shake gemacht. Den hat Lynn zubereitet. Könnt ihr dann auf der MyProtein-Page sehen. Und hier seht ihr, hier ist die Wand von der Küche. Und hier hinten wird einfach alles Mögliche gelagert. Guck mal, richtig viele Schalen. Oh, das ist ja nice. Stellt euch mal vor, ihr hättet so viel Platz zu Hause, dass ihr das alles so lagern könnt. Das sieht eh super aus. Und ich habe gerade gesehen, ich weiß noch, als ich mein Kochbuch gemacht habe, hatte ich auch so viele verschiedene Sachen. Und die sind jetzt alle noch in einem Umzugskarton in meinem Wohnzimmer. Weil ich brauche es einfach nicht. Aber für die Fotos war es echt cool, dass alles unterschiedlich war. Ja, also ich glaube, man kann hier einfach sehr, sehr nice Rezepte füllen. Danach wechseln wir nochmal die Location und später gibt es auch noch was zu essen. Wir machen jetzt gerade eine kleine Office-Tour und erstmal hier ist das Büro so, so riesig. Also alle arbeiten hier in den verschiedenen Teams, an den verschiedenen Tischen. Aber alle in einem Büro, irgendwie richtig crazy, wie viele dann auch an einem Strang ziehen. Und hier ist eine ganz besondere Wand, nämlich hier sind Produkte aus aller Welt, die es aber nicht überall gibt, leider. Was hast du gesehen, was du am besten fandest? Okay, es gibt krasse Sachen und zwar Mandarine, fand ich krass. BCA Mandarine, aber es gibt es auch als, nee, doch nicht. BCA Mandarine fand ich am krassesten so. Aber auch Süßkartoffel hier, ja. Freunde, wenn ihr euch das mal anschaut. Süßkartoffel-Flavor, einfach so aus dem asiatischen Markt, glaube ich. Oder Taro finde ich auch heftig. Was ist Taro? Das ist diese lilane Süßkartoffel. Oh, krass. Ja, ja. Also das finde ich klingt richtig interessant. Ich sage auch schon immer, dass ich das in Deutschland voll cool finde. Oh, das riecht geil. Chat, sieht schon geil aus. Stell dir mal vor, damit so einen Protein-Cheesecake machen. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich finde das hier auch interessant. Impact Whey Protein Mango Grapefruit Coconut Flavor. Aber ich finde, in Deutschland haben wir auch immer richtig coole Limited Editions und so. Vielleicht kommt da ja auch noch mal was rein. Green Plum, das sieht aus wie so irischer Markt, oder? Auch Asia. Die Tüte glänzt auch so richtig. Joghurt Flavor. Warte, Clear Whey in Joghurt Flavor. Das hört sich auch richtig nach asiatischem Markt an. Dann gibt es auch so ein Horchita Latte Flavor. Ich muss sagen, dieses Gym ist einfach nur gestört. Es sieht so ästhetisch aus, also wirklich 10 von 10. Ich hätte hier super gerne noch mehr gefilmt, aber wir haben keine Zeit mehr. In 7 Minuten kommt jetzt unser Auto und dann geht's zurück ins Hotel. Und da wollte ich eigentlich noch ins Spa. Mal gucken, ob wir das schaffen. Denn wir gehen nachher auch noch zum Dinner. Und dann möchte ich natürlich auch dabei sein und wieder so ein bisschen frisch aussehen und nicht so, oh, sie war gerade eine Stunde lang in der Sauna. Es ist jetzt 17.42 Uhr. Ich habe gerade im Auto noch hier das Reel geschnitten, was ich gleich hochladen wollte. Und ich wollte jetzt noch Zeiten hinzufügen. Das wollte ich aber am Laptop machen, weil ich wollte ja so gerne ins Spa, Leute. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also ich hätte es nur wirklich gerne ausprobiert. Deswegen habe ich auch den Bikini geholt. Aber wir treffen uns gleich zum Dinner in einer halben Stunde. Und das, also wenn ich jetzt ins Spa gehe, in die Sauna, ihr wisst ja, wie ich danach aussehe. Also das wird nichts. Wir machen nachher auch noch, glaube ich, so eine Maske hier. Die habe ich auch noch mitgenommen. Aber wir probieren jetzt erstmal als kleines Erfrischungs-Refresh hier so ein Self-Drink. Ach nee, Selfish-Drink heißt der. Oh mein Gott, wie funny. Peach, Orange, Apple, Raspberry. Auf jeden Fall Peach und Orange. Prost.
Doch, schmeckt auf jeden Fall geil. Schmeckt jetzt gar nicht so süß, wie ich dachte. Oder so stark. Also süß ist es schon, aber es ist nicht so mega flavorful. 80 Kalorien hat die Dose. Soll gut-friendly sein. Präbiotika. Ich schneide das einfach. Dann trinke ich vielleicht noch einen Kaffee. Boah, wurden meine Kaffeekapseln aufgefüllt. Weil morgen früh brauche ich auch noch Kaffee. Coffee. Let's work a little bit. Leute, wir waren ja gerade essen und jetzt haben Lynn und Dodo mal von Cinnabon was geholt. Das Ding ist, ich bin so voll gegessen, ich weiß gar nicht, was los ist, aber ihr wisst, Cinnabon, ich war da in L.A. und krank einfach. Jetzt ist wieder zu essen, ich habe ein bisschen Angst. Meinst du, weil die Erwartungshaltung so hoch ist? Ja. Das ist ja auch wieder gestört hier. Du musst schon probieren, wenn du zu langsam fahren. Scheiße, ist zu lecker. Ende. Sick. Wenn ihr es irgendwo seht, holt euch das einfach. Guck mal hier, ich schwenk mal kurz rüber. Ja. Denn ich hab dir beigebracht, wie man das isst, ne? Ja, von der Mitte. Warum macht man das hier so? Ja, genau für diesen Moment. Und jetzt rein. Ja. Schon krass, ne? Leute, ich bin wieder zurück. Ich glaube, es ist jetzt so, oh Gott, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. 23 Uhr knapp und das heißt, in Deutschland wäre es jetzt 0 Uhr. Das ist ja genau meine Zeit hier. Ich lasse mir jetzt gerade noch ein Bad ein, tatsächlich. Ich habe gerade die Badewanne gesehen und da habe ich mich daran erinnert, dass ich gesagt habe, ich muss in die Badewanne gehen, weil die einfach freistehend ist. Deswegen gehe ich jetzt auch mal fix da rein. Das ist einfach auch gestört. Also ich weiß auch nicht, warum ich sowas immer mache. Ich dachte, dann kann ich mir auch noch diese Augenpatches machen, die Maske so ein bisschen runterfahren. Der Abend war richtig schön, entspannt. Wir saßen gerade noch nach Cinnabon in der Lobby, haben da einfach gequatscht und so. Dann packe ich noch meinen Koffer. Eventuell hat unser Flug Verspätung und wisst ihr was, voll lustig. Irgendwie insgeheim hoffen wir jetzt so da drauf. Dann könnten wir nämlich auch noch ins Spa. Lynn bleibt nämlich noch länger, also ihr Flug geht erst nachmittags. Da kann sie auf jeden Fall noch rein. Ich packe auf jeden Fall noch mein Zeug und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen, Party People. Es ist jetzt 6.51 Uhr. Ich bin hier gerade schon in der Hotellobby, habe ausgecheckt und jetzt warte ich noch auf Dodo, weil wir zusammen zum Flughafen fahren. Wir haben ja auch den gleichen Flieger und alles. Und dann geht's wieder nach Hause. Die Zeit war hier so schön, aber die Tage sind auch richtig, richtig schnell vergangen. So, Freunde, heute beenden wir das Video mal im Grünen. Ich bin nämlich inzwischen bei meinen Eltern. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr am interessantesten fandet von dem Shooting-Trip. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!